Hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet nach so einer langen Pause. Ich bin heute total, weil meine Haare inzwischen wieder schon so lang sind. Ich freue mich, ich hoffe, am Wochenende wird meine Mama sich gnädig zeigen und ihre Schere schwingen. Und ja, es ist total nervig. Und dadurch, dass wir uns so lange nicht mehr gesehen haben auf diesem Kanal, aber ihr habt ja vielleicht gesehen, auf den anderen Kanälen war natürlich immer irgendwas, vor allen Dingen auf dem neuen BeautyTube. Also falls ihr noch nicht reingeschaut, noch nicht abonniert habt, würde ich mich total freuen, wenn ihr das nachholt. Bei 5000 Abonnenten habe ich mir auch ein schönes Gewinnspiel überlegt. Und also ich freue mich und bedanke mich ganz herzlich bei allen, die das Projekt in so kurzer Zeit so ja, haben blühen lassen. Vor allen Dingen war ich sehr, sehr überrascht, wie groß das Feedback war. Das hat mich so riesig gefreut. Ich herzlichen Dank, dass ihr so fleißig kommentiert, eure Ideen dazu beitragt, die Produkte, die ihr haben möchtet, nennt. Also es ist ein schöner Austausch, finde ich, auch unter euch, untereinander. Ihr könnt einander auch helfen, wo die LEs schon raus sind, falls das nicht so auf dem Punkt ist, wie zum Beispiel bei MAC. Also lieben, lieben Dank, dass ihr auch so fleißig bewertet. Also ich bin richtig baff und freue mich, wenn das weiterhin so wächst. Und natürlich stirbt dieser Kanal nicht. Das war jetzt natürlich eine doofe Phase mit den ganzen Prüfungen, die jetzt leider noch nicht hundertprozentig vorbei sind, aber ich habe jetzt definitiv mehr Zeit und vor allen Dingen plane ich schon die nächsten Videos. Und eigentlich wollte ich ein paar Blabla-Videos machen, wie die letzten, aber ich denke, davon habt ihr jetzt erstmal die Schnauze voll. Daher dachte ich, mache ich heute etwas, was schon lange angefragt wurde und ich hoffe noch nicht raus ist, nämlich die Hot Make-up Palette. Die wurde häufig angefragt. Ich habe sie angekündigt. Die gab es nämlich bei Douglas für 10 Euro und sie beinhaltet insgesamt, jetzt muss ich nochmal nachzählen, 24 gebackene Lidschatten, die unüblich colorful sind. Also sehr, sehr bunt. Was ja normalerweise gerade bei gebackenen Sachen, die gebackenen Sachen haben, glaube ich, recht einen hohen Glimmeranteil, sodass sie immer sehr, sehr pastellig wirken, aber immer schöne bunte Reflexe haben. Ich zeige euch einfach, welche ich für diesen Look verwendet habe. Diesen Look habe ich geschminkt, weil ich gestern Nacht auf meinem Blog geguckt habe, was habe ich eigentlich vor einem Jahr gebloggt. Den Beitrag werde ich euch posten und es war nämlich ein Amu, also ein Augen-Make-up, auch mit einem Pink und einem Braun, was ich mir damals gekauft hatte, waren beides limitierte MAC-Nuancen. Ihr könnt euch das anschauen, ihr könnt ja entscheiden, welches euch besser gefällt. Dieses ist nicht ganz so braun geworden. Ich habe dafür nämlich mehrere Nuancen gemischt. Das war ein bisschen schwierig, denn dieses Braun war einfach zu warm für meinen Geschmack alleine. Darum habe ich dieses hier mit diesem Braun und ein bisschen von diesem Weinrot für diese Farbe, die Schattierung hier gewählt. Mitten auf dem Lid, denke ich, ist unverkennbar dieses Pink. Und innen im Winkel habe ich dieses hier verwendet. So, das ist es. Es wurde auch gefragt, häufiger mal die anderen Komponenten zu nennen. Auf den Lippen habe ich mir so einen leichten Rosaton ausgesucht. Ich weiß nicht, ob die Wahl jetzt so schlau war. Also es sollte auf jeden Fall der Fokus natürlich auf den Augen bleiben, weil es sonst zu krass ist. Die Wangen sind ein bisschen intensiv geworden. Ich habe zum Konturieren diesen Soft Shoulder von Benefit genommen. Den habe ich umsonst bekommen mit meiner letzten Bestellung. Und darüber gab es den MAC Tippi, aber ganz, ganz sachte, nur mit so einem Skunk-Pinsel, dass das nur so ein leichter Farbschleier ist. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Wahl, weil es doch irgendwie ein bisschen wärmer wirkt als das Augen-Make-up, aber na gut, es ist hinnehmbar, würde ich sagen. Also dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Tutorial und ich werde im Nachhinein noch ein wenig was zu der Palette sagen. Für die, die es nicht interessiert, die können dann ja nach der Anleitung einfach wegklicken. Weil wir mit diesen bröseligen Lidschatten arbeiten, ganz, ganz viel Puder unter dem Auge auftragen, auch an der Nasenwurzel und ganz weit außen, damit wir das alles hinterher wegfegen können. Lidschattenbasis eures Vertrauens und dann einfach mal angefangen innen mit dem hellsten Ton, damit die Augen etwas wacher wirken. Ich habe hier so einen flachen Pinsel verwendet, bloß nichts Wuscheliges und Fluffiges, weil das einfach sonst in alle Richtungen streut. In der Mitte dann eben das Pink, wie genannt, schön auftupfen, nicht allzu viel herumwedeln. Wie gesagt, es fliegt in alle Richtungen, dieser lose, gebackene Puder. Und auch ein bisschen oberhalb der Lidfalte, sodass es dann ein größere Fläche einnimmt. Außen habe ich dann mit diesem großen fluffigen Pinsel dann die drei gemischten Farben eingearbeitet, von außen nach innen ins Lid arbeiten und dann oberhalb der Lidfalte dann die Banane ziehen, damit das so einen schönen Schatten wirft. Und hier ganz, ganz viel hin und her wie mit einem Scheibenwischer, sodass es schön verblendet wird. Also das dauert doch um einiges länger als hier geschnitten im Video, sodass es dann einfach eine softe Kante bildet.
Nehmt euch dafür ruhig Zeit. Ich hatte eine Farbe vergessen zu erwähnen am Anfang. Ich habe das Schwarz unten links in der Palette auch nochmal verwendet. Und hier ein bisschen am Wimpernkranz entlang. Und dann noch ein bisschen die Banane, um es ein bisschen tiefer wirken zu lassen. Also hier ein bisschen Schwarz verwendet. Mit einem hautfarbenen Puder habe ich dann nochmal die Übergänge noch ein bisschen weicher gemacht und die ganze Fläche nochmal ausgemalt. Und noch einmal ausgebessert, damit die beiden Augen natürlich symmetrisch wirken. Wieder einmal ein bisschen gesoftet, aber das ist einfach das Prozedere, was dazugehört und was oft einfach in den Videos von mir weggeschnitten wird. Und noch einmal weggefegt alles. Und nun nehmen wir nun entweder etwas Wasser, was ihr aber auf jeden Fall nicht aufsammeln solltet, sondern direkt vom Wasserhahn, oder noch besser so ein Medium, was ein klein wenig klebriger wirkt, mit dem pinken Lidschatten auf das mittlere Lid noch einmal tupfen. Das gibt richtig, richtig schönen Look, wie ihr hier sehen könnt. Und unten mit einem flachen Pinsel etwas von dem Graubraun bis hin zur Mitte einblenden. Habe ich hier einen Dip Eyeliner von Manhattan, bloß ohne Patzer, so wie ich es gemacht habe. Einfach ein Grau, das Schwarz wirkt einfach ein bisschen too much. Ja, Wasserlinie müsst ihr wissen, ob ihr das mögt. Ich habe es dunkel gemacht, ein bisschen Mascara und das war's dann. Ich hoffe, es gefällt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr habt aber auch bemerkt, dass zunächst einmal sehr viel Puder von mir hier aufgetragen wurde unterm Auge. Und ich finde sogar, es reicht nicht. Ich würde jedem empfehlen, der mit gebackenen Lidschatten herumhantiert, dass die Foundation und so etwas im Nachhinein aufzutragen. Sprich, erst das Augenlid bemalen, dann vielleicht noch Abschminktuch die ganzen Überreste wegnehmen, eincremen und dann erst die Foundation und Concealer, weil dieses Zeug so leicht und so flüchtig ist. Also die gebackenen Lidschatten, den sagt man ja nach, sie dürfen feucht benutzt werden, habe ich bei dem Pink in der Mitte ja auch gemacht. Der Unterschied zu gepressten Lidschatten ist einfach der, dass diese nicht hier gepresst sind, sondern wirklich in Pfännchen gebacken, sodass sie lose sind. Also nicht so gepresst. Und wenn man diese gepressten Lidschatten, vor allem die matten, mit Feuchtigkeit benetzt, dann könnten sie einfach so zu Stein werden. Also die Farbe nicht mehr gut abgeben, einfach weil sie sich so zusammenpressen, dass es unnütz ist. Wobei man das bei vielen Lidschatten inzwischen dank einer guten, ausgereiften Formulierung trotzdem machen kann. Testet es am besten immer ein bisschen am Rand. Und ich denke, gerade bei den Matten ist das eher so ein bisschen schwierig. Die werden natürlich immer schön brillant, wenn sie feucht aufgetragen werden. Und bei dieser Palette ist einfach schön, dass die trotzdem sehr intensive Farben hat. Was ja üblicherweise dann eben bei gebackenen Lidschatten eher ins Pastellige geht. Nun war es so, wir haben uns ja in Köln getroffen mit den Mädels, haben diese Palette zu fünf gekauft, haben geplant, darüber eine kleine Videoserie zu machen. Und ja, es scheiterte an diversen Punkten. Bei mir daran, ich habe es glaube ich mal in einem Video erwähnt, dass ich 3 Tutorial-Versuche gewagt habe und sie alle aussahen wie für die Tonne. Und damit habe ich leider die Versuche mit dieser Palette gemeint. Wir haben uns natürlich mit den Mädels so ein bisschen auf die Farben geeinigt. Jetzt habe ich mir einfach die genommen, die ich für einigermaßen gut halte, weil mit den anderen kam ich einfach nicht klar. Sind mir einfach zu viele Oma-Blau-Nuancen, finde ich ganz schrecklich. Also ich mag entweder Koboldblau, also so richtig intensives, weil sowas, ganz ehrlich, finde ich ganz, ganz schrecklich. Viele pastellige Töne, die Farben sind sich alle so ähnlich. Dieser ist sogar unbrauchbar, wie ich finde. Es gibt natürlich schöne Farben wie hier. Das ist natürlich sehr nett. Fürjenigen, die lieber warm mögen, auch das. Aber ich muss sagen, in der Summe sind die Farben, die ich brauchbar finde, bei ungefähr vielleicht 50%, und das finde ich auch bei 10 Euro einfach viel zu wenig, muss ich sagen. Zudem sind sie, wie gesagt, sehr flüchtig. Ihr seht ja, wie die Palette aussieht nach dem Benutzen. Es ist alles sehr krümelig. Man muss beim Schminken sehr stark aufpassen und das ist einfach absolut gegen meine Routine. Also wenn ich würde diese Palette schlicht und einfach nicht empfehlen. Aber das ist natürlich auch immer so eine Geschmackssache. Inzwischen ist dieser Beauty-Markt so groß, dass ihr so viele Alternativen findet. Ich bin ja auch sonst kein Fan von Paletten. Bei der habe ich einfach zugeschlagen, weil die Swatches im Laden waren so brillant, so schön, die Textur so buttrig. Aber ich bin mal wieder, obwohl ich mir immer selbst sage, fall nicht auf die Swatches rein. Insbesondere nicht bei gebackenen Lidschatten. Denn die Tester sind immer schon begrabbelt. Da ist Fingerfett dran und sie sind alle schon aufgebröselt. Also wenn ihr hier die richtig schöne Farbabgabe wollt, müsst ihr die Oberfläche ein klein wenig anrauen, häufiger erstmal benutzen, swatchen, bis man sozusagen zum Kern gelangt und die gute Farbabgabe dann richtig bekommt. Das finde ich alles viel zu umständlich. Also bei aller Ersparnis, ich kann sie niemandem ans Herz legen, der gerne solche Augen-Make-ups macht wie ich.
die eher dezente Sachen machen, den würde ich auch andere Lidschatten empfehlen. Also alles in allem von mir gibt es für diese Palette eine Schulnote 4, würde ich jetzt sagen. Weil ich so schön, sie ist sehr verlockend, aber ihr kennt ja die 88er Paletten. Die gibt es bei Coco, bei Becky, verlinke ich euch die Shops. Die sind natürlich ein Ticken teurer, aber da habt ihr auch viel mehr Farben drin. Ist auch nicht mein Geschmack, aber die sind, denke ich, da habt ihr auch mehr von, wenn ihr wirklich was Buntes haben wollt. Ist natürlich Geschmackssache. Guckt euch die Videos von den anderen Mädels an, falls sie sie nochmal reinstellen. Ich verlinke euch mal die 4 Kanäle noch einmal von The Chicarina, Fisi-chan, ist glaube ich gerade im YouTube-Urlaub. The Cuddle Cow, nicht The Cuddle Cow, Cuddle Cow nur. Und Mina Verse macht auch glaube ich gerade YouTube-Urlaub. Vielleicht machen sie ja trotzdem demnächst mal ein Video damit. Also ich weiß, da sind auch die Empfehlungen unterschiedlich ausgefallen. So viel also von mir. Wenn ihr noch Fragen habt zu der Palette, ich weiß nicht, ob sie noch da ist, ihr könnt sie einfach mal in die Comments schreiben, ob ihr sie noch gesichtet habt oder nicht. Und ansonsten ist das Tutorial natürlich auch auf andere Pinks und Graus anwendbar und ich hoffe somit nicht ganz umsonst, falls ihr meiner Empfehlung Vertrauen schenkt. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!